Jo, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Deadlight hier auf dem Kanal Geist. Ja, ich habe das Gefühl, diesmal werde ich das Game jetzt auch endlich fertig machen. Wir sind wieder zurück mit Randy. What the fuck, unsere Tochter. Aber das kann nicht sein. Wow. Direkt pünktlich zum Start von der 6. Staffel von The Walking Dead. Oh mein Gott, ich freue mich so darauf. Ein Teil eines medizinischen Berichts über die Krankheit, die die Wissenschaftler im Versteck untersucht haben. Alle Bemühungen, ein Heimmittel zu finden, sind ins Leere gelaufen. Wer sich gerade wundert, warum ich so komisch rede, ich habe einen Ricola im Mund. Ein Bonbon. So. Und jetzt muss ich mal gucken, wie die Steuerung nochmal geht. Ja, so. Eigentlich easy. Warte mal, wir können mal kratzen. Aua. Stimmt, wir haben ja noch einen Shotgun. Die aber irgendwie trotzdem unnötig ist. Naja, wir benutzen aber trotzdem unsere Axt. Wie kann ich die nochmal benutzen? So. Ja, komm. Und so. Die hätten wir dann auch erledigt. 100 Pro steht jetzt eh wieder einer von denen auf. Der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet D.R. Berkowitz. Okay. Na! Boah, Alter, da oben hängen ja Leute. Das ist ja ekelhaft. Okay, weiter. Und wir sind auch kurz vorm Ende. Und ach, Leute, ihr habt bestimmt gehört, dass wir, beziehungsweise wisst mittlerweile bestimmt, dass wir ein, eine der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Dass wir ein Dings haben, ein Strike. Und durch ein Let's Play hier, wie immer, ne? Downloaden, Frame per Frame, skippen. Und dann dürft ihr das Ganze lesen, aber ich will das nicht lesen. Und wie gesagt, wir haben Strike. Und achso, ich guck mal gerade. Ne, ich hab das schon gelesen, glaube ich. Und ja. Something's not right. Wie gesagt, die haben Strike und deswegen können wir nur noch die Fahne da oben, die amerikanische Fahne. Und deswegen können wir nur noch Videos unter 15 Minuten hochladen. Eine kleine rothaarige, das ist unsere Tochter. Ein Plan der Rebellensoldaten. Um die Stadt zu übernehmen und darüber, was sie mit den Überlebenden machen wollen, die hierher kamen. Darauf steht, wie Soldaten angeblich einen neuen Terrororden gründen sollen. Es entstand das neue Gesetz. Ich muss ein bisschen schneller machen, weil ich bezweifle, dass wir uns mit den Leuten anlegen können, weil sonst wäre das Game nicht ab 16. It's the damn radio that broadcasts regularly the false message that attracts the survivors. Eine Namensliste über die Überlebenden, die das Versteck erreicht haben. Anscheinend wurden die Leute hier nicht gerade gut empfangen. Stellas Name steht ganz hinten. It's like the rat said. We all make choices. These men chose to lie and to kill. They chose the worst in themselves. But it ends now. Schon geil. Das ist schon fett, ey. Krass, und jetzt Jetzt sitzt du in der Falle. Oh, scheiße. Boah! Scheiße. Fuck. Scheiße. This must be their base. Stella is here. I can feel it. My family. This is it, Randall Wayne.
this is it. Wir haben keine Waffen mehr. Nur noch unser Pfeifen. I can easily break through it. Okay, einfach mal durch den Stahlschuh springen. Kann ich auch. Wow! Okay, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt, aber gut. Ja, komm, nicht nochmal Randy. Randall. Randall, du Hundesohn. Mach, beweg dich. A fragile looking door. I can easily break through it. Ich werde aber nicht durchsprechen, weil ich weiß, dass er uns dann abknallt. Also ist halt die Frage, was ich sonst machen muss, weil andere Möglichkeit habe ich ja scheinbar nicht. Was kann ich noch so machen? Ah. Yeah! Haha, wie cool! In die Fresse, Alter. Sehr geil. My backpack. All my stuff's inside. Haben wir wieder unsere Waffe? Nein, wir haben keine Waffen. Aber meine Axt, was mir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Hoffnung gibt. Stella! Boah, fuck! Dusche? Alter, what the fuck? Lass sie in seconds, if I break the grid now. Wie geht das? Wie soll ich das kaputt machen? Jetzt so. Diese kleinen Wichser, ich mach die kalt. Wenn die Stella ein Haar krümmen, Alter. Wo sind die? Ist das ein Ausweis? Ein Teil von Stellas zerfetztem Pulli. Take off your clothes. We have to decontaminate you. I'm fine! I'm clean! I promise! I'm sure of that. More importantly, you're a pretty girl. But we have to be sure that you aren't going to bite us. The shower will help us to be sure. Take off your clothes. Oh, please! What? The hard way, if that's how you want it. Yeah! Here, get dressed. What? How did you find me? People who make noise stir up a lot of attention. Hurry up, we need to get out of here. Wait. Yeah. What happened to us? Where's Sam and Ben? They're all dead, Stella. But they said this was somewhere safe. That they put us in quarantine. That Seattle... You've just seen it with your own eyes. Seattle is dead. That blood in your saliva is the only real thing we have left, Stella. Now, have you seen my wife and daughter? Shannon? Lydia? No, Randall. But they have people trapped all over. They could be here somewhere. Come on, let's go. Ach, stimmt, das ist ja gar nicht so gut. Oh, natürlich. Ganz vergessen. Natürlich ist das nicht unsere Frau. Ah, klar. Das ist dieser eine Tussi da. Ja, dann mach aus. Let's go. Eiskalt! Okay, los. What was your favorite baseball team? Black Sox? Shut up, dumbass! All the sellouts from that team are dead, just like the other. Okay, los, Stella. I need help! Aber irgendwie cool. Don't worry, I'm here. Ja, trotzdem irgendwie cool. Spring! Meine Fresse! Now, let's go! Okay, los. Wie geil das aussah. Now, let's go. Los, komm rüber. Me, ist okay, sei doch noch ein bisschen lauter, ey. Ja, ja, chill. Scheiße. Ich kann nicht da hoch, sonst ist der mich. Vielleicht muss ich aber auch hoch. Nein, muss ich nicht. Hä? Wie geht das denn?
bin leicht verwirrt. Verwirrt. Ach, natürlich, wir können hoch. So. Da können wir auch gar nicht durchschießen, ne? Stimmt's? Ja. Der gibt einfach keinen Fick halt. Chill. Fuck. We'd better turn off the power if we want to move on. Somebody has used this door recently. Send reinforcements to check the generator area. Scheiße. Ja, wie machen wir das? Ich könnte versuchen, darüber zu springen, aber ich glaube, das bringt nichts. Hast du eine Idee? Ja, wie machen wir jetzt den Strom aus? Das ist halt die Frage. Ich habe halt keine Ahnung mehr, wie man was macht hier, beziehungsweise was wir machen sollen. Ich könnte halt einfach... Ja, das bringt nichts, das dachte ich mir schon. Ich glaube... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Na, okay, gut. Dann ging es doch so. Also, beziehungsweise hätte ich es doch so machen sollen. Sah so aus, als würde er das nicht mehr bekommen. Ja, dann springen. Nice, schön. Gut gemacht, Randall. Randall! Randall, wer war das nochmal? Das war doch hier die wie hieß er immer von Disneys große Pause? Da war doch immer dieser kleine Verräter, die ist doch Randall. Miss Finster, Miss Finster! Genau. So geil. The power generator. If I turn this off, all hell will break loose. It'd be my pleasure. Yeah. Jetzt wird geschnetzelt. Yeah. Sehr geil. Und wir haben unsere Waffen wieder, Leute. Scheiße. Scheiße. Los! Scheiße. Tatsächlich, wir können jetzt doch die Leute erschießen. Fuck. Los, Stella. Los. Ja gut, dann kletter halt drüber. Oh, fuck. Nein. Scheiße. Fuck. Boah, wie cool. Los. Na, scheiße. Schnell. Toll. Toll. Super. Dann rette ich dich halt nicht. Das ist okay. Los. Oh, boah, den haben wir gebatcht. Kleiner Nuttensohn. Nein, beweg dich doch. Ah. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ist eigentlich egal, ich kann das alles cutten. Also von daher ist alles Zobo. Los. Es ist alles gut, ich helfe dir, ich helfe dir. Ganz ruhig. Da kommt der nächste.